So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 10. Februar 2023. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und einen Blick werfen natürlich auf den DAX, auf den S&P 500 gönnen, der gestern in den Abend hinein doch einiges an Abgabedruck gesehen hat und unter die 4100er Marke gerutscht ist. Das bedeutet also, die Vorgaben für den heutigen Wochenschluss, die sind tendenziell eher bearish. Und in diesem Zusammenhang wollen wir natürlich einen Blick darauf werfen, ob es dann die Möglichkeit gibt, natürlich Handels- oder beziehungsweise Gameplans zu formulieren, die uns die Möglichkeit bieten, von dieser Bearishness zu profitieren, oder ob das vielleicht nur ja, ein Sturm im Wasserglas ist, so würden wir es vielleicht mal formulieren, ob es dann in diesem Zusammenhang die Möglichkeit gibt, vielleicht sogar dann hier von einer Gegenbewegung zu profitieren. Ich persönlich muss sagen, ich bin etwas überrascht bezüglich dieser Bearishness. Getragen, naja, wird sie von Google? Fragezeichen. Kampf, der da losgebrochen ist, beziehungsweise dieses Rennen, was wir gerade zu sehen bekommen haben, im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Könnte sein, dass es hier in dieser Konstellation ein Grund sich findet, dann in Bezug auf diese Technologie BART, so nennen wir sie jetzt mal, die da eine Rolle spielt, OpenAI-ChatGPT, hatte dort ja schon die Frage aufgeworfen, ist das vielleicht jetzt etwas, was im Hinblick auf Google problematisch für Alphabet-Google werden könnte. Werden dann in dieser Konstellation ja Baidu zum Beispiel zum Thema, Baidu jetzt auch mit einem scharfen Rücksetzer wieder zurück unter $150. Das war ja eine relativ eingepreiste Thematik dort, die wir zu Wochenbeginn zu sehen bekommen haben, infolgedessen ich ja auch ein Shortplay auf den Weg gebracht hatte. Das hatte sich dann zunächst noch relativ stabil dargestellt, aber jetzt kommt eben doch eine Korrekturbewegung, die auf den Weg gebracht worden ist. Die Aktie hat zwischenzeitlich, ich glaube, 20%, also folglich 10-15% zurücksetzen lassen. In dieses Rennen ist jetzt auch Baidu eingestiegen. Nur Bard ist halt verhältnismäßig, ich sag mal, nicht so herausragend, sagen wir mal, die Technologie, die dort jetzt auf den Markt in Anführungsstrichen losgelassen worden ist. Und wir haben dann in diesem Zusammenhang in Google in der Aktie einen relativ scharfen Rücksetzer zu sehen bekommen. Scheint so ein bisschen auf dem breiten Markt vielleicht durchzuschlagen. Und dann schließt sich dort der Kreis im Hinblick auf den DAX, beziehungsweise ganz besonders natürlich auf den S&P, auf den Nasdaq an dieser Stelle. Also wir werfen heute auf jeden Fall einen Blick drauf. Wir werfen auch einen Blick natürlich auf Gold. Gold gestern unter $1,860 gerutscht. Jetzt heute früh mit einem relativ scharfen Bounce, aber rollen schon wieder über an dieser Stelle. Das ist für mich deswegen relevant, weil ich habe wirklich schon einen Short Trade auf den Weg gebracht. Ich hatte den Short Trade sogar schon auf den Weg gebracht. Ich habe es gar nicht so konkret thematisiert gehabt. Dachte mir, ich halte mich erstmal so ein bisschen bedeckt, weil das Risiko besteht, dass dort einfach hinterhergesprungen wird, ohne dann vielleicht selber zu dieser Einschätzung zu kommen. Ich denke, dass wir hier weitere Vorgaben Bearishness sehen dürften. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann eben eine Short-Position auf den Weg gebracht und sehen jetzt einen Bounce, also zwischenzeitlich bis 8,50, glaube ich, sogar im Tief gelaufen, sahen jetzt einen Bounce. Ich habe natürlich schon überlegt, den Stop zu trailen an dieser Stelle. Ich denke, ich möchte nicht mehr Short sein über den gestrigen Tageshoch an dieser Stelle. Das auf jeden Fall. Position habe ich ungefähr aufgesetzt gegen 8,80 Pi mal Daumen, 8,81. Ich glaube, ich müsste jetzt mal ganz gucken, wo dort meine Entries liegen tatsächlich. Also bedeutet an dieser Stelle, diese Position, die ich dort habe und dieser kurze Pop auf die Hochs, halt somit ein Restrisiko an dieser Stelle von etwa 8, 9, $10 pro Feinunze roundabout, also ungehebelt an dieser Stelle, mit dem Risiko, wo ich den Stop dann entsprechend eben traile, definitiv raus wäre ich überhalb von $1,900. Auf jeden Fall, wir werfen gleich mal einen Blick drauf. Wir werfen auch einen Blick natürlich auf Lyft und auch auf PayPal. PayPal vielleicht nochmal ein bisschen separater zu betrachten. Sieht nicht ganz so spektakulär aus in der Vorbörse. Lyft, der Konkurrent von Uber, gestern nachbörslich mit Zahlen, die haben überhaupt nicht überzeugt. Besonders der Ausblick, der Wachstumsausblick, der konnte da gar nicht wirklich in Anführungsstrichen die Kohlen aus dem Feuer holen für das Unternehmen. Die Aktie über 30% mit Abschlägen in der Nachbörse. Sieht sich aktuell auch sehr, sehr aktiv gehandelt. Handelt auch nur um $11, Pi mal Daumen. Also das bedeutet, da haben wir auch einen entsprechenden aktiven Handel, den wir natürlich ausmachen können. Könnte interessant werden, weil Drop unter diese 11 und dann weitere Drift Richtung $10 könnte dann ein Play sein, welches sich da eventuell hier anbietet. Ähnliche Überlegung wie gestern. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, welche Aktie hatten wir hier zum Thema gemacht. Das Spiel hat sich nicht ganz so herauskristallisiert.
Habe ich vergessen. Habe ich jetzt wirklich vergessen. Ja, müsste ich nochmal gucken, welche Aktie das gestern war. Vielleicht könnt ihr mich ganz kurz aufklären und könnt das mal kurz in die Chatbox schreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Mir fällt gerade nicht ein, welche Aktie gestern Thema war. Hat sich auch nicht ganz so einmal herauskristallisiert. Die Region war, glaube ich, 13 Dollar. War nicht 11 Dollar, war 13 Dollar. Ich komme jetzt nicht drauf. Komme wirklich nicht drauf. Okay. Also gleich macht's Klick und dann habe ich die Aktie auf jeden Fall. Also Lyft könnte ein ähnliches Play sein, welches sich hier anbietet. Disney war auf jeden Fall das andere Play. Das ist schön aufgegangen. Mit dem Drop unter die vorbörslichen Tiefs, die wir auch dann haben, nicht zurückerobern können. Ähnliche Überlegung könnten wir dann heute eben in Lyft auf jeden Fall auch Anwendung finden lassen. Und ja, darüber hinausgehend werfen wir vielleicht auch einen Blick um auf Tesla. Tesla sieht auch jetzt gerade einen Pull-in gestern ja steil gegangen. Erneut sehr stabil gewesen. Heute ist der Verfall. Optionen. Also ich glaube, das ist der Hauptgrund wirklich. Also man kann es auch jetzt sehen. Auch auf Social Media beispielsweise, da werden dann interessanteste Überlegungen auf den Weg gebracht. Da gibt es jetzt dann schon die nächsten, die dann sagen, ah, der Elon Musk, der verkauft jetzt in diesen Run höher, besonders auch im Hinblick auf diesen Investors Day, der dort am 1. März ja stattfindet. Da werden ja Spekulationen derzeit auch hochgefahren im Hinblick auf was da kommuniziert werden könnte und dergleichen. Ich glaube, dass es alle, also ob Elon Musk jetzt in diesen Pop jetzt da in die Verdopplung des Aktienkurses innerhalb von einem Monat Verkäufe rauf den Weg bringt oder nicht. Also ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund, so wie Tesla einfach mal weiter aufgestellt ist, fundamental. Ich glaube, Elon Musk würde sich einen Bärendienst erweisen, wenn er da jetzt die Aktie geben würde. Also zumindest mein Eindruck, vielleicht hat der Insider, mit Sicherheit sogar, die einander zu bewegen. Aber ich finde es immer schon amüsant schon fast, was man dann so lesen kann. Tesla ist deswegen interessant. Ich habe die Aktie jetzt hier nicht aufgegriffen, weil ich heute auch sie nicht so aktiv zum Thema machen wollen würde, ausgehend vom Verfall. Aber die Überlegung im Hinblick auf die Hedges jetzt, die vielleicht auf den Weg gebracht worden sind, mit Ausblick auf den heutigen Optionsverlauf bzw. den Verfall, der heute stattfindet, die sind natürlich jetzt durch diesen übergeordneten Pull-in, vielleicht getragen durch Google, natürlich nicht mehr notwendig. Also das heißt, da könnte jetzt dann durchaus auch eine Reduktion der Position oder der Hedges eben das nach sich ziehen, dass diese wieder gegeben werden, die Titel. Und das könnte in Ergänzung dann auch zu darüber hinausgehend technischen Leveln, die unterschritten werden und eine Pull-in-Bewegung, die vielleicht auch angemessen scheint vor dem Hintergrund des jüngsten Runs, könnte das eben dann dazu führen, dass Tesla vor einer Schärfung Korrekturbewegung und im Fall unter die 200-Dollar-Marke steht. Also Tesla sowohl heute als aber auch dann zum Wochenbeginn, nächste Woche, durchaus mal ein Kandidat, der näheren Blick lohnt vor dem Hintergrund des extrem gehandelten Volumens. So, viel Einführung. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Themen, denen wir uns hier widmen wollen. Wir werden in den folgenden Minuten darauf schauen, bevor wir ganz offiziell starten. Zunächst aber der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hierfür sind sie nicht für jeden geeignet, für jeden Anleger. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und/oder erstelle oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/de eine kostenlose Demo herunter. Teste den Handel im Demo-Modus. Schau mal, ob der Handel mit diesem Produkt, FX-CFD-Produkten, und ausgehend von den Charakteristika, die diesem Produkt zugrunde liegen, für einen eignet, ausgehend vom persönlichen Risikoprofil, sollte man das für sich dann mit Ja beantworten können, hat man natürlich auch die Möglichkeit, kostenlos, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Natürlich kostenlos, die Kontoeröffnung ist natürlich möglich. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinaus gibt es gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, ganz besonders, wenn ihr Fragen zu Markets als Broker haben solltet. Habt ihr Fragen zum Markt, nutzt gerne die Möglichkeit, einmal hier im Morning Meeting live eure Fragen zu stellen oder aber nutzt gerne die Möglichkeit, solltet ihr euch die Aufzeichnung anschauen, diese unterhalb des Videos zu stellen. Die würde ich dann entweder schriftlich beantworten oder aber im nächsten Morning Meeting hier entsprechend mündlich abfahren, in Anführungsstrichen, und beantworten. Und darüber hinaus gibt es auch gerne die Möglichkeit, die Discord-Community anzusteuern. Da hat heute früh ich guck mal ganz kurz, zack, das ist der Andreas, hatte auch eine Frage gestellt im Hinblick auf PayPal nach den Earnings natürlich gestern. Logischerweise sind die heute auch entsprechend natürlich ihr Thema. Das heißt also, ich werde dazu natürlich später noch was schreiben. Stichwort Gameplan, den ich dann auch zu meinen US-Equity-Plays zur Verfügung stelle. Aber darüber hinausgehend gehen wir natürlich jetzt auch gleich hier im Morning-Meeting gleich darauf ein. Und so, soweit zur Einführung, soweit zum Risikohinweis, blicken wir auf die Aktienindizes. Und blicken wir in dem Zusammenhang auf den DAX. Ich will noch ganz kurz einmal hier schauen. DAX rollt über, DAX droppt jetzt auf neue Tagestiefs. Das war ein kurzer, vielleicht finaler Stuff. Ich hatte schon so eine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, dass wir uns haben hier einigermaßen stabil präsentieren können. Also, was heißt, wir haben einen relativ sauberen Abverkauf eigentlich ab nachmittags zu sehen bekommen oder beziehungsweise Beginn. Ab der Mittagszeit, ab 12 Uhr, sahen wir haben einen bullischen Opening Drive gehabt. Wir hatten hier Morning Meeting die möglichen Plays zum Thema gemacht. Ich hatte sogar als Zielregion, denn den 660er-Bereich hatte ich als Ziel, glaube ich, hatte ich rausgegeben gehabt.
Ich glaube, wir sind sogar punktgenau auf dieses Level draufgelaufen. Ich hatte das hier, also als sogenannten Measured Move hatte ich das gemacht. Und zwar von hier. Ich zeige das mal ganz kurz. War jetzt nicht ein ganz sauberer Trade, aber das war hier dieser initiale Drive. Und dann haben wir hier diese Konsolidierung gesehen. Und dann habe ich gesagt, nach dieser Konsolidierung und diesem jetzt Aufdrehen und dem Halten hier oberhalb der 560, 570, dass wir von dort vielleicht nochmal einen Push Richtung 65 erwarten können. Und hat gesagt, wir nehmen einfach den ersten Arm, der hier noch umgelaufen ist, und setzen den dann entsprechend dran. Jetzt sehen wir gerade, ist ein bisschen, oh Moment, so, ist ein bisschen, so. Ja, ein bisschen höher. 5, also 6,70 war es. Ich hatte gestern, glaube ich, die 6,60 als Ziel ausgegeben gehabt. Aber unterm Strich, also ist dieser Measured Move wirklich durchgelaufen. Das war noch das Thema gestern. Und dann rollten wir einfach über und haben dann über auch die US-Handel, über das Handel, jetzt können wir auch hier sehen, beispielsweise S&P, jetzt unter 4.100 Punkte, haben wir dann Abgabedruck gesehen. Gestern hat sich dann, ich möchte mal sagen, final, endlich gefühlt sogar, hat sich dann der, hat sich dieser eigentlich schon erwartete Abgabedruck infolge der Arbeitsmarktzahlen letzte Woche Freitag, beziehungsweise davor auch schon bereits und dann auch nochmal folgend jetzt am Dienstag mit den relativ hawkischen Kommentaren seitens des Fed-Chairman Powell und den Entwicklungen, die wir infolgedessen im Zinsmarkt zu sehen bekommen haben, also dass nämlich eine geldpolitisch lockere Haltung seitens der US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte eher unwahrscheinlich erwartet wird, haben wir dann entsprechend eben jetzt auch eine Reaktion in Equities zu sehen bekommen. Wir haben sie im US-Dollar gesehen, wir haben sie in Gold zu sehen bekommen. Wie gesagt, im Hinblick auf Equities war es überraschend. Und ja, jetzt rollen wir eben über. Und ich hatte heute früh, ich will das mal ganz kurz hier zeigen, ich hatte heute früh schon bereits, hatte ich was geschrieben gehabt. Und zwar schrieb ich hier in der Trading-Chatbox, kann man es erkennen, sagt der Open Range zwischen 3,94, 4,37, Intraday-Vorteil nach da oberhalb des EMAs, auf 5 Minuten Basis 50er EMA Long, erste Widerstandsregion um 4,70, 500. Unterhalb Retest der 15.400 denkbar. Und das ist es nicht nur der Retest der 15.400, sondern wir sehen eben auch einen Drop unter diese Niveaus, neue Tagestiefs. Das ist ein ganz klar bärisches Signal und erhöht dramatisch die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt weitere Abschläge zu sehen bekommen, die uns zunächst einmal führen in Richtung der 15.300er Region. Oberhalb dieses wichtigen Supportbereichs, der sich auch hier herauskristallisiert hat, ist der Vorteil zunächst einmal weiter nur long zu sehen, also jetzt mal rein technisch gesprochen, auch wenn ich derzeit nicht long sein wollen würde, sondern eher davon ausgehe, dass die Wahrscheinlichkeit einer Attacke, vielleicht eines kurz davor Haltens, 15.300, kurzer Bounce und dann fängt hier an, vielleicht sogar so eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter sich herauszukristallisieren. Mal gucken, ob das dann stärkere Abgabedynamik nach sich zieht. Also, das wäre dann hier so ein Szenario. Das mal farblich vielleicht ein bisschen anders. Wie machen wir es mal? Machen wir es mal pink. So, also, dass hier solch ein Szenario sich dann irgendwie in irgendeiner Form herauskristallisieren könnte. Mal gucken, ob es solch eine Konstellation gibt. Oder ob wir vielleicht sogar direkt gleich den Drive tiefer zu sehen bekommen unter die 15.270, 300er Region, also diese wichtige Unterstützungsregion. Sofern dieser Bruch erfolgt, sehen wir dann auch hier im Hinblick auf den DAX vor dem Hintergrund des aktuellen Modus, dass wir dann realistisch Potenzial bis 15.000 haben, eventuell sogar eine tiefere Korrektur uns ins Haus steht bis 14.500, 14.600. Erstmal kurzfristig, erstes Ziel ist der Bereich hier um 15.270, 15.300. Darunter dann, wie gesagt, ein tieferer Pull-in, der uns sogar unter das 15.000er Level in den kommenden Tagen führen könnte. Mal schauen, das wäre so ein mögliches Szenario, was sich ergeben könnte mit dem ersten Anlaufen, aber Halten der 15.300er Region. Besonders wäre solch ein Szenario denkbar, würde ich sagen, und erhöht wahrscheinlich, wenn wir jetzt einen direkten Washout-Moment sehen. Also kurz einmal aggressiv auf der Unterseite performen, eine stärkere Überdehnung sehen. Das wäre dann im Falle des Anlaufens der 15.300er Region eine Bewegung von 140, nicht nur 170, 200 Punkte fast in einem Zug und würde dann eine Gegenbewegung, also größer 1%, wesentlich größer 1% und würde dann eben einen Bounce erstmal denkbar werden lassen. Und da müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt so einen großen Bounce zu sehen bekommen und dergleichen. Aber man kann, ich denke, schon deutlich erkennen, jetzt an dem, wie ich mich so äußere. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt kurzfristig hier um roundabout 15.600 einen Top gefunden haben. Und es sieht auch danach aus, als wenn diese auf dieses Niveau geschriebenen Calls nächste Woche am Freitag verfallen, dann entsprechend einen Gewinn abwerfen, in Anführungsstrichen. Was jetzt interessant wird, was vielleicht dann auch wesentlich ist, ist die Frage sich zu stellen, haben wir hier wirklich ein aggressives Hedging zu sehen bekommen, oberhalb von 15.500? Dieser Balken, der hier andeutet, dass die Stillhalter
der nächste Woche Freitag auslaufenden Option, dass die eben in Anführungsstrichen schiefgelegen haben. Haben wir ein aggressives Hedging gesehen und vor allem, wie verfahren die jetzt damit? Also gehen wir jetzt ganz grob davon aus, dass es sich einfach um einen nackten Call in Anführungsstrichen gehandelt hat. Gehen wir dann davon aus, dass die in diese kurze Squeeze-Bewegung, ich hatte gestern ja gesagt, also das machte den Eindruck im Hinblick auf den Xetra-DAX hier und die Xetra-Eröffnung, diesen kurzen, wirklich steilen Anstieg, dass da eine Absicherung stattgefunden hat. Was machen die jetzt mit dieser abgesicherten Position? Dumpen die, also setzen die wieder ab und sagen, wir brauchen den Hedge gar nicht mehr, weil wir an dieser Stelle eben jetzt davon ausgehen, dass wir nächste Woche Freitag unterhalb von 15.500 eben tatsächlich handeln. Sollte das der Fall sein, dass die zum einen abgesichert haben und jetzt dann auch zu dem Schluss kommen und sagen, wir brauchen diese Absicherung in Anführungsstrichen nicht mehr, zumindest Status Quo, könnte das nochmal zusätzlich Abgabedruck auf den Weg bringen. Das wäre nochmal eine zusätzlich ergänzende Überlegung, die man auf den Weg bringen könnte. Wie gesagt, also bezogen auf die weitere Konstellation, sieht mittlerweile sehr arg topisch aus, besonders auch vor dem Hintergrund der Performance, die wir in US-Equities zu sehen bekommen, im S&P, wie wir gleich sehen werden. Meine Tendenz geht auf jeden Fall zu einer tieferen Korrektur. Die Frage, die sich halt jetzt stellt, ist, wie würden wir das derzeit handeln? Was ich jetzt gerne sehen wollen würde, ehrlich gesagt, ist, dass wir unterhalb der gestrigen Tagestiefs halten. Die sind hier ausgebildet worden, gestern in den Schluss nahezu hinein, ungefähr um 15.400 Punkte. Also ich würde jetzt gerne sehen, dass gegen die 15.400 Verkäufer reinkommen, dass wir unterhalb dieses Levels halten. Das würde dann auch damit zusammenfallen, dass wir unterhalb der Open Range verharren, folglich natürlich auch Intraday nach einem initialen Drive auf der Oberseite unterhalb des EMAs halten würden. Sofern wir unterhalb von 15.400 halten und überrollen bzw. kurze Spikes reinsehen, aber gegen dieses Level Verkäufer reinkommen sehen, also gegen die gestrigen Tagestiefs, würde ich Short ganz interessant finden, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, Ziel wäre dann der Bereich so um 15.270, 15.300. Also übergeordnet eher ein skeptisches Bild, was ich skizzieren würde, was sich dann natürlich auch fortschreibt, folglich diese Erwartungshaltung im Hinblick auf den S&P. Oh, Moment mal. Das ist jetzt ein bisschen blöd wieder. Einen Augenblick. Ich mach das mal kurz auf und zu. Der hat sich jetzt hier gerade oben in der Darstellung ein bisschen aufgehangen. Ich guck mal ganz kurz in die Chatbox, ob irgendwelche Fragen aufgekommen sind. Also solltet ihr Fragen haben, lasst mich das bitte gerne wissen. So, da ist er. Also, das war gestern, wie gesagt, ein wirklich... Überraschend war es nicht, so will ich es nicht bezeichnen, aber es war ein deutliches Signal, was geliefert wurde. Also ich hatte ja eigentlich schon längere Zeit gesagt, das war sehr überraschend, das war eigentlich ein Zeichen von Stärke sogar, dass wir auf diese Kommentare von Paul, auch auf die Arbeitsmarktzahlen letzte Woche Freitag, uns haben so stabil präsentieren können. Aber jetzt sind wir gebrochen. Also jetzt ist in Anführungsstrichen erstmal die Party nach oben vorbei und die Bären haben in Anführungsstrichen gewonnen mit dem Fall unter die Tiefs, die wir hier am Dienstag ausgebildet haben und somit unter die 4.100er Marke und dem Tagesschluss unterhalb und auch dem derzeitigen Halten unterhalb, also keinerlei Aufbegehren, was wir in irgendeiner Form in den europäischen Indizes zu sehen bekommen. Erstes Ziel auf der Unterseite ist meiner Einschätzung nach jetzt hier dieses Ausgangsniveau der Rede von Jay Powell letzte Woche auf der FED-Sitzung. Das ist ungefähr die Region um 4.050, 4.055 Punkte. Nochmal, die Kommentare, die er dort gemacht hat, waren hawkish und eher equity bearish. Das heißt, alle die jetzt hier diese Rallye gechased haben, und wir können mal spaßhalber übrigens Folgendes machen, wir können uns mal den durchschnittlichen Preis angucken, der hier bezahlt worden ist. Ich mache jetzt mal kurz Folgendes. So, also was wir jetzt hier machen ist, wir holen uns mal den Anchored VWAP drauf. So. Und wir nehmen mal das letzte Woche, das Ausgangsniveau hier, 1. Februar. Nehmen wir mal die Kommentare von Paul. Also es ist ein 15-Minuten-Chart. So, was wir jetzt hier gemacht haben ist, wir haben uns den Spider angeguckt, also den ETF auf den S&P 500. Ich bin jetzt hier auf die Darstellung verankerter Anchored VWAP gegangen. Der Brian Shannon, der hat übrigens jetzt ich zeige euch das mal ganz kurz. Wirklich ganz limitiert. Die Auflage, ich will das aber mal ganz kurz hier zeigen. Und immer wieder nach geliefert, aber er hat jetzt hier ein neues Buch rausgebracht.
Also Brian Shannon kennt der ein oder andere vielleicht. Ich habe ihn auch schon mal im Artikel zum Anchored Rewap, habe ich ihn zum Thema gemacht gehabt. Hat jetzt hier das Buch zum Anchored Rewap final rausgebracht. Also ein begnadeter Trader, technischer Analyst an dieser Stelle. Und ihr könnt es hier sehen. Derzeit nicht verfügbar. Also immer ganz kleine Auflagen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe nur bei Twitter habe ich das nachverfolgt auf jeden Fall. Ich habe das Glück, ich habe schnell genug reagiert. Also ich habe gesehen, Buch ist verfügbar, ich habe auf Kauf geklickt und habe tatsächlich eins von acht oder so zu dem Zeitpunkt noch verfügbaren Exemplaren habe ich ergattern können. Ich habe es noch nicht hier. Also das soll geliefert werden Ende diesen Monats ungefähr, weil es direkt aus den USA kommt. Fakt ist auf jeden Fall super spannende Technik an dieser Stelle. Und im Kern, ich gucke mal ganz kurz, ob ich auch den Blogartikel habe, damit man eine Idee vielleicht bekommt. Da gehen wir jetzt nicht zu sehr in die Details. Ich hatte dazu mal vor 2 Jahren oder so, nicht ein Tutorial, sondern ich hatte vor 2 Jahren mal einen Blogartikel dazu geschrieben, im Rahmen damals auch des volumengewichteten Durchschnittspreises hier auf der Webseite, 27. November 2020. Und hat die Börse ein Gedächtnis, also zielt ab, hat als Basis, als Idee, als Grundlage eben diesen sogenannten Ankereffekt, den wir als kognitive Verzerrung kennen. Und naja, kognitive Verzerrungen und dergleichen Sentiments, das ist eben durchaus etwas, was mich sowieso fasziniert. Also Seemach ist das eigentlich folgerichtig. Ich hatte dazu in dem Zusammenhang, wie gesagt, diesen Blogartikel damals hier verfasst und hatte auch hier auf Brian Chan übrigens verwiesen. Also Brian Chan, wenn man den hier in dem Artikel anklickt, hab ich jetzt eigentlich den Link, Moment mal, hier ich mal Anchored Rewap. So, also da ist einmal der Link zu dem Blogartikel. Hier, da schreibt das, 1. Februar, also vor einer Woche, wie gesagt, ungefähr. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, wie viele. The Book peaked 4,46 bei Amazon, also over 1 Million. Genau, also hat auch eine super Nachfrage gesehen, relativ schnell. Also hat offensichtlich einige Follower, fast 250.000, hat gesagt, ich habe ein Buch rausgebracht und alle sind sofort draufgesprungen. Wie gesagt, manchmal, ja, manchmal muss ich eben schnell den Abzug drücken an der Stelle. Ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall weiter auch Exemplare an der Stelle verfügbar sein werden. Wer nicht davor zurückschreckt, englische Literatur zu lesen, besonders auch im Hinblick dann auf technische Analyse und dergleichen, dem sei das empfohlen. Also ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, besonders wenn man dem folgt bei Twitter, man merkt sehr stark, der weiß, wovon er redet. Also das ist mega fundiert und auch, wie gesagt, ein unglaublicher Fundus an Trading-Wissen, auch Ideen und dergleichen. Aber jetzt kommen wir zurück. Also Anchored Rewap, ohne in die Details zu gehen. Ich werde sagen, wie das Buch war, wenn ich es gelesen habe und werde es dann auch weiterempfehlen. Die Grundtechnik, die dem zugrunde liegt, ist eben, dass man sagt, was hat der Markt durchschnittlich für einen Preis bezahlt, ausgehend von einem Schlüsselevent. Und das Schlüsselevent war letzte Woche Mittwoch, die FED. Das war das Key-Event. Und was wir jetzt zu sehen bekommen haben, oder was wir jetzt hier in Violett sehen, ist der eben vom Markt bezahlte Preis. Ich mache mir vielleicht die anderen Rewaps hier raus, dann brauchen wir die nicht. Dann haben wir nur diese eine violettfarbene Linie. Und der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis, jetzt hier auf 15-Minuten-Basis, ist eben ungefähr die, ja, 412, Pi mal Daumen, in Bezug auf den ETF. Das kommt ganz gut hin. 412 bedeutet, 412 Punkte war der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis mit dem Volumen der letzten Woche seit den Ausführungen von Powell. Und da sind wir jetzt drunter gefallen. Also anders formuliert, die Marktteilnehmer, die das gechased haben, die jetzt long sich positioniert haben und auch legitim long waren. Also nicht, dass man jetzt in irgendeiner Form zu dem Gedanken kommt, dass man irgendwie sagt, ja, was sind das für Spinner, die jetzt hier kaufen auf so eine Rhetorik. Ich fand es absolut legitim. Ich war ja selber auch in meiner Einschätzung, war ich ja auch long, bin auch kurzfristig, weil die CRVs nach oben nicht mehr attraktiv waren. Aber die Price Action, die wir gesehen haben, dieses Reinforcement am Dienstag seitens Powells, das komplett nochmal wiederholt, ganz konkret gesagt, diese starke Reaktion auf ein eigentlich für den Markt bärischen Kommentar oder eine Rhetorik, das sorgt eben dafür, dass du erstmal zunächst auf der Long-Seite entsprechend eben zu finden bist. Und jetzt sehen wir eben, wir rollen über und wir droppen diesen Preis. Das heißt, die Marktteilnehmer, die zu dieser Einschätzung hier auch gekommen sind, spätestens am vielleicht Mittwoch an der Stelle, die liegen jetzt unter Wasser und zwar deutlich. Und wir sehen auch, dass sich gestern über den gesamten Handelstag Abgabedruck entfaltet hat. Der schreibt sich jetzt auch über die europäischen Indizes fort. Das bedeutet, anders formuliert, ich will nicht ausschließen, dass es mal kurzfristig nach einem solchen Drop jetzt hier von 8, 9 Punkten im S&P, das entspricht 90, 80, 90 Punkten, Faktor 10 im Hinblick auf den S&P 500 oder beziehungsweise auf den E-Mini Future. S&P Future, dass wir den Bereich hier um 404 anlaufen, vielleicht auch diese Übertreibungstiefs um 402 antesten, dass wir dann von dort einen kurzen Bounce sehen, besonders wenn sich das jetzt eben, wie soll ich sagen, überdehnt darstellt auf der Unterseite.
Aber ich würde mal behaupten, wenn wir in diese Gefilde, um diese Tiefs, ich nenne sie jetzt mal die Powell-Washington-Tiefs, ja, die Powell-Washington-Tiefs, nicht die Powell-Fed-Tiefs, das sind hier, sondern die Powell-Washington-Tiefs von Dienstag. Das ist der Bereich so ungefähr um 457, also 475, 480 Pi mal Daumen. Beziehungsweise wir können das auch mal ganz kurz ins hier anschauen. Das ist also dieser Bereich um 490. Also durch den Umstand, dass wir hier eine Vermischung sehen zwischen Kasse, also Spot und Future, kommt es da eben zur Verzerrung. Aber wenn wir einen kurzen Bounce sehen, aber nicht in der Lage sind, die 490, 400, ich würde sagen, vielleicht sogar die 490 rauszunehmen, dann ist das ein ganz klar bärisches Signal und macht in den Wochen Schluss einen Rücklauf in Richtung und auch unter die 4000er Marke sehr, sehr wahrscheinlich. Also das übergeordnete Bild ist deutlich angekratzt. Und einer der Gründe, wie gesagt, der Abgabedruck, der sich hier ergeben könnte, ist einfach, dass man diesen Anchored Rebob eben heranzieht. Einfach so als, ich sag mal, eine Art und Weise, das Sentiment zu messen. Der Markt hat durchschnittlich seit Powell letzte Woche 412 Punkte bezahlt. Hat ein erstaunlich hohes Volumen auch gesehen. Jetzt könnten wir mal gucken, wie viel Volumen wir in den letzten Tagen, seitdem, also es sind fünf Handelstage, nee, sechs Handelstage zu sehen bekommen haben. Wir können es ja hier dann sehen, ab dem 31. Das war das höchste Volumen. Und wir haben dann interessanterweise eigentlich, wenn man hier guckt, das war Montag, ne? Das wollen wir nicht überbewerten. Aber ich würde mal behaupten, hier, das durchschnittlich im Markt gehandelte Volumen, das lag, ich würde mal sagen, solide um die 90 Millionen. Das war also nicht ein ganz dünnes Umfeld. Wenn wir jetzt den Spider uns mal hier angucken, das könnte man natürlich alles akkurat machen, aber wir müssen ja nicht päpstlicher werden als der Papst. Durchschnittliches Volumen ungefähr 80 Millionen. Also ich würde mal sagen, wir waren leicht oberhalb des Durchschnitts über die letzten 5, 6 Handelstage seit Powell. Das bedeutet also, da sind auch verhältnismäßig viele Marktteilnehmer offensichtlich interessiert gewesen, die auf die Price Action entsprechend sich long positioniert haben. Und das gestern, das war einfach wirklich eine Reversal Candle. Also das war ein komplettes auf den Kopf stellen dieses bullischen Bias. Die Marktteilnehmer sind jetzt ganz objektiv betrachtet unter Wasser, ausgehend von dem bezahlten Preis. Bedeutet also etwas anders formuliert, wir dürfen legitim Abgabedruck erwarten. Bounces sollten eher weiter abverkauft werden. Und demnach würde ich dann die 457, 408er Region, diese Tiefs als Schlüsselregion nehmen und sagen, alles, was drunter stattfindet, wäre ich den S&P an der Stelle eher short, würde also das übergeordnete Bild dann entsprechend bärisch sehen. So, das also zu den Einzeltiteln. Wie gesagt, DAX Schlüsselregion 270, 300 auf der Unterseite. Bounce 400, vielleicht 420. Auf der Oberseite halten wir uns unterhalb, eher weiterer Abgabedruck. Könnte befeuert werden, nochmal zusätzlich durch weiteren Abgabedruck, der unterhalb der 4100 hier im S oder 4090 im S&P eben erwartet werden dürfte. Und so, soweit also zum S&P an der Stelle. Dann wollen wir einen Blick werfen auf die Einzeltitel und auf die Aktien. Da haben wir eine ganze Menge. Heute, wir wollen uns auf die Schlüsselplays vielleicht fokussieren, die ich jetzt auch schon für mich auf dem Schirm habe. Ich habe schon hier vorbereitet, also wir können es hier schon sehen, wo das Volumen hauptsächlich läuft. Das ist in der Lüfte einmal nach den Earnings von gestern. Uber übrigens auch unter Druck, nachvollziehbarerweise. Das ist ein sogenanntes Sympathy Play. Uber, das werden wir gleich sehen, war eigentlich sehr stark im Hinblick auf die Earnings, hat auch eine erstaunlich solide Guidance gegeben. Wir erinnern uns dran. Wir erinnern uns dran? Ich weiß gar nicht, erinnern wir uns dran? Ich glaube, wir erinnern uns nicht dran, weil Uber am Mittwoch vorbörslich Zahlen vorgelegt hat. Ich hatte das Play aber zum Thema gemacht. Ich zeige das mal ganz kurz hier in der Discord-Community. Ich habe es hier nicht im Morning-Meeting thematisiert. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück, dann sind wir alle auf der on the same page, in Anführungsstrichen. Also, am Mittwoch hatte ich nämlich neben Uber Baidu zum Thema, nee, Pins zum Thema gemacht. Das war Montag, ne? Baidu, Enphase, Uber, hier ist Uber, da ist Uber. Also Uber, sehr gute Zahlen, ordentliche Guidance, trotz Makro-Headwinds, also das heißt, das übergeordnete Bild schlägt nicht negativ auf den Ausblick von Uber durch. Und Uber hatte ein scharfes Gap gesehen, jetzt ist die Sache die gewesen, also die war richtig heiß, die Aktie. Wir sind aber schon relativ weit gelaufen gewesen in Uber auf der Oberseite. Und ich hatte dann gesagt, rollen wir gegen die 38 über und droppen unter 37 und halten unterhalb von WeWop, dann würde ich eher die Short-Seite begünstigen, was mir nicht schwer fällt, aber
zumindest berücksichtigt werden sollte, dass wir eigentlich starke Earnings zu sehen bekommen haben. Was übrigens auch ein Grund ist, dann vielleicht nochmal zusätzlich bärisch zu werden, vielleicht sogar. Das könnte man auch umdrehen, die Überlegung, dass man sagt, eigentlich starke Zahlen, auf die dann negativ reagiert wird, eigentlich nochmal ein zusätzlich bärischer Katalysator. Also es waren gute Earnings, die Uber hingelegt hat. Und der Kursverlauf, ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Habe ich die noch offen? PayPal habe ich, gerade als ich aufgeräumt habe, habe ich die schon wieder rausgenommen. Dann nehme ich mal ganz kurz, mache ich mal Uber auf. So. Also, das ist einmal der Kursverlauf gewesen von Uber am Mittwoch auf die Earnings. So, wir jetzt ein bisschen Glück haben. So, da ist Uber. Hier unten habe ich jetzt schon mal Lyft aufgemacht. Das war der Earnings-Verlauf. Also keine Käufer reingekommen. Echt stark gewesen. Droppte die 37 und hat dann, also das ist eine 5-Minuten-Darstellung, hat dann kontinuierlich Abgabedruck gesehen. Ich hatte als Zielregion, hatte ich den Schlusskurs von Dienstag, hatte ich gesagt. Könntest du mal ganz kurz hier zeigen. Warte mal ganz kurz nach oben. Nee, das war Baidu. 2 Endphase Uber. Da, also rollen wir gegen die 38 über, unter 37, wäre Short interessant, Ziel im Bereich um 35, gestriger Schlusskurs, also gestrig am Mittwoch, folglich am Dienstag, und tatsächlich haben wir diesen Bereich dann ziemlich genau angelaufen, hier diese Region. Ja, und nochmal, also das war, also gleich von der Eröffnung weg war das eigentlich eine schwache Vorstellung, und jetzt kommt Lyft mit Zahlen, und die sind alles andere als gut, ganz besonders die Guidance, mega enttäuschend, ehrlich gesagt, hab das mal hier vorbereitet. Also Adjusted EPS in Klammern wieder, heißt Verlust. Ich habe gestern, Zahlen habe ich von CNBC, habe ich hier gezogen. Ich habe keinerlei Erwartung gesehen, also wo die Erwartung lag. Deswegen kann ich dazu jetzt an der Stelle nicht sagen. Normalerweise würde ich jetzt in Klammern noch hinterschreiben, Estimate, also das, oder das, was geschätzt worden ist, gab es nicht oder beziehungsweise habe ich nicht gesehen. Revenue leicht über der Erwartung, 1,18 Milliarden gegen 1,16. Active Riders, 20,36 gegen 20,3 Millionen, auch eigentlich besser als erwartet. Und Revenue per Active Driver, also das heißt der Umsatz pro aktiven Fahrer, 57,72 gegen 56,75. Aber, und jetzt kommt es eben, es ist immer ein Wachstumsunternehmen und demnach ist es weniger eigentlich das, was an Zahlen geliefert wird, sondern das, was man für die Zukunft projiziert. Und das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Revenue 9,75 gegen 1,09 Milliarden und Q1 Adjusted EBITDA 5 bis 15 Millionen roundabout. Lange Rede, kurzer Sinn, wird offensichtlich aggressiv abverkauft. Also in der Vorbörse sieht das richtig martialisch aus und sieht auch weiter richtig martialisch aus. Also wir haben gestern, ich habe hier ungefähr die Earnings gepostet gehabt. Ich mache mal kurz einen 5-Minuten-Chart auf. Bin dann schlafen gegangen und heute früh habe ich eben gesehen, dass aus den minus 22%, die wir hier sehen können, dann noch minus 30% geworden sind und wir auch mit minus 30%, minus 33% uns jetzt weiter zeigen. Das ist deswegen relevant, weil sich die Aktie trotz dieses massiven Gaps auf der Unterseite in Verbindung mit dem schwachen übergeordneten Ausblick und dem Umstand, dass wir jetzt unter die 11 gefallen sind und somit die gestrigen nachbörslichen Tiefs im Vergleich hier auch ein Referenzlevel haben, halten wir unterhalb der 11, ist sehr wahrscheinlich, dass wir bis in Richtung 10 auf der Unterseite verkauft werden. Bis vor kurzem, es ist gar nicht, also wir hatten einen sehr, sehr starken Jahresstart, ehrlich gesagt, was wir hier in Lyft zu sehen bekommen haben. Die Aktie, hier unten in den Gefilden sind wir jetzt roundabout um 11 Dollar. Das ist so ungefähr die Jahreseröffnung. Also anders formuliert, auch da könnte man jetzt, ohne dass wir ins Volumen jetzt schauen und uns den Anchored Reverb anschauen, könnte man sagen, alle, die seit Jahresbeginn eigentlich gechased haben, die sind durch die Earnings und diesen schwachen Ausblick und fallen unter die 11 unter Wasser. Heißt, die könnten auch dann dazu neigen, eventuell ihre Lyft-Exposure abzustoßen und dann stattdessen entweder Uber, sofern sie im Bereich jetzt Fahrdienstleister sich positionieren wollen, eben dann dahin zu wechseln, weil die einen stärkeren Wachstumsausblick haben oder eventuell generell infolge eines einsetzenden Risk-Offs eben ihre Exposure reduzieren zunächst und Lyft als relativ schwacher Kandidat oder Wachstumskandidat eben dann abgestoßen würde. Fall auf jeden Fall unter 11 Dollar. Wir sehen es hier auf der Unterseite, aktiviert
erstmal den Bereich um die Dezember-Tiefs, das ist so die Region eben um 10 Dollar. Ist eine sehr leichte Aktie, also heißt 1 Dollar Abgabedruck bedeutet an der Stelle nochmal eine Größenordnung von 7, 8, 9, 10% Abschlägen, die dort sich anschließen könnten. Also das ist nahezu eine Halbierung des Aktienkurses, die hier eine Option darstellt. Und wie gesagt, wir haben gesehen, dass selbst auf starke Earnings Uber als Sympathy Play verhältnismäßig schwach performt hat. Also demnach ist das nicht unwahrscheinlich. Wird natürlich vor dem Hintergrund dieser Aggressivität der Bewegung jetzt ein bisschen vorsichtig zu genießen sein. Ja, klar, du könntest einen Intraday-Swing draus machen, aber meine Tendenz in den Wochenschluss geht eher bei Uber in Richtung sogenannter Momentum-Drives. Also das bedeutet, ich würde jetzt sagen, ich gucke mir an, wie wir uns gegen die 11 performen zeigen, warte die Eröffnung ab. 15:30 Uhr, ersten 15 Minuten, 20 Minuten, schauen wir uns an, sehen wahrscheinlich eine eher spikige Action, sind wir nicht in der Lage, hier diesen Bereich rauszunehmen um 11:50 Uhr, das sind gestern so ein Konsolidierungshoch, was sich hier ausgebildet hat, sehen kurze Spikes rein, beziehungsweise halten vielleicht sogar kontinuierlich, also sehen kurze Spikes über die 11, werden abverkauft, über die 11, abverkauft, halten in diesem Zusammenhang auch unterhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, möchte ich mal ganz kurz hier, so, der auch derzeit übrigens im Bereich um etwa 11 notiert. Ja, das kann man hier oben sehen. Da diese hellblaue Linie, so nenne ich sie jetzt mal. Das wäre für mich ein ganz klares Short-Signal. Und ich würde davon ausgehen, dass wir zügig wieder Verkäufer reinkommen sehen, die dann eben abstoßen und in diesem Zusammenhang uns Richtung 10 Dollar ganz, ganz realistisch befördern könnten. Wir können auch mal ganz kurz noch einen Blick hier auf Finviz werfen, darüber hinausgehend. Eine Institutional Ownership über 80%. Also die, ja, vielleicht sehen wir dann gegen dieses Level nochmal verstärkt Nachfrage reinkommen oder Stützungskäufe oder sonst dergleichen. Aber nochmal, seit Jahresbeginn ungefähr ab 10 Dollar, nahezu fast verdoppelt, 80% Aufschläge gesehen und jetzt auf ein Earnings Release sofort alle Gains hin. Und sogar Tendenz noch weiteres Abschlagspotenzial, sofern wir unter der 11 uns halten. Also das ist durchaus ein Kandidat an der Stelle eben eher abgegeben zu werden. Jetzt auch gleich zur Eröffnung. Wie gesagt, unser Schlüssellevel, welches wir uns heute anschauen, ist eben die 11-Dollar-Marke. Also hier der Chart, der macht keinen Sinn, uns anzuschauen, weil da fehlt einfach mal dieses Riesengap. Jetzt handeln wir im Bereich eben um die 11-Dollar-Region. Ist deswegen relevant, weil nahezu die Jahreseröffnung. Und das ist eben etwas, was, wenn wir drunter fallen, besonders nach solch einem Lauf weiteren Abgabedruck befeuern könnte und Ziel dann rein psychologisch 10 Dollar auf der Unterseite als mögliches ja, Momentum-Play. Also es wäre ein klassisches Momentum-Play an dieser Stelle, welches ich in der ersten Handelstunde in Betracht ziehen würde. Also zwischen 15:30, 16:30, 17 Uhr maximal. Da würde ich davon ausgehen, dass wenn wir unter 11 halten, dass wir dann diesen Drive zu sehen bekommen. Das ist allerdings erstmal abzuwarten. Ne? Also parallel dazu könnte das auch sein, wir sehen nicht das Halten unter 11, sondern wir poppen über die 11 und wir driften sogar zurück über die 11,50, weil das übergeordnete Bild sich nicht weiter eintrübt. Das würde natürlich dann ein Short Bias erstmal negieren. Also ich habe dann auch ein relativ klares Bild, was ich sehen möchte und wenn das nicht stattfindet, dann eben nicht, dann muss ich mir ein anderes Play suchen. Was wir aber finden könnten oder finden dürften, beispielsweise in PayPal. Wobei, jetzt kommt natürlich gleich der Punkt, Stichwort Ranking. Also PayPal ist natürlich in Anführungsstrichen berühmter oder bekannter als beispielsweise Lyft. Nichtsdestotrotz, was mich hier interessiert, ist natürlich, welche Aktie ist potenziell heißer? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ragt Lyft doch deutlich heraus. Also ganz kurz nochmal hier, durchschnittlich gehen da 14,75, also rund 15 Millionen Aktien pro Tag um. Wir haben jetzt schon bereits 400.000 gehandelt und die 1,5 Millionen bis zur Markteröffnung um 15:30 Uhr, die werden wir locker schaffen. Das ist heiß. Wenn wir parallel dazu uns mal angucken, wo Entschuldigung, nicht Lyft, PayPal ist, dann sehen wir hier Aktie erstmal kein großes Gap und auch nur 55.000 Aktien bis dato gehandelt. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, die ist auch ein bisschen schwerer, fast 80 Dollar die Aktie, in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz, müsste ich ein Ranking erstellen, wo ich denke, dass mehr Action umgeht, weil wir haben auch durchschnittlich hier in der PayPal 14, 15 Millionen Aktien umgehen sind, dann würde ich sagen, ist Lyft ein definitiv besserer Kandidat an dieser Stelle. Schauen wir ganz kurz auf die Earnings. Solide. Also es war jetzt nicht herausragend, aber es war okay. Also meine Tendenz geht eher in Richtung Short. Ehrlich gesprochen, hat auch damit zu tun, weil ich glaube, dass sich PayPal im Rahmen seiner jüngsten
Geschäftspolitik und Veränderung, die wir dort zu sehen bekommen haben, eventuell keinen großen Gefallen getan hat. Das hat der ein oder andere vielleicht mit hier verfolgt, was über soziale Medien gelaufen ist. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Also ich biete ja PayPal als Zahlungsmöglichkeit an. Und demnach, also habe ich mir das angeschaut, aber ich habe da keinerlei Berührungspunkte in irgendeiner Form gesehen. Aber ausgehend von der Überlegung, dass es da eventuell eine Konspiration, so sagen wir mal, zwischen vielleicht solch einem Zahlungsdienstleister wie PayPal und Regierung geben könnte, ja, wo nämlich dann in den Geschäftsbedingungen Paragraph eingefügt wurde, wo es hieß, wenn man sich in irgendeiner Form eines Hate Speeches oder eines Verdachtes im Hinblick auf Hate Speech im Internet irgendwie hier schuldig gemacht hat oder beziehungsweise den Verdacht erweckt, dass es da irgendwie schwierig sein könnte, denjenigen welchen als Kunden zu respektieren, dann können hier auf das bei PayPal gelistete Guthaben irgendwie Strafzahlungen in der Höhe von Tausenden Dollar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren. Also ich bin auch nicht so tief in der Materie drin. Ich habe das nur gesehen. Es war ein Thema. Es lief auch mal bei den Trends hier, selbst in den deutschen Trends lief das mal. Und PayPal ruderte dann wohl zurück. Das ist auch schon ein paar Monate her. Aber nichtsdestotrotz, das ist etwas. Besonders, ich habe so das Gefühl, auch nicht nur rein politisch, sondern auch gesellschaftlich fängt der Trend langsam an zu shiften. Also, wenn man so ein bisschen verfolgt, in welche Richtung hier jetzt auch die Berichterstattung geht, hinsichtlich beispielsweise der Pharmaunternehmen, Pfizer beispielsweise, Project Veritas zum Beispiel, was man da gehört hat und so weiter, das sind so Entwicklungen, da würde ich sagen, das könnte den Unternehmen, die dort mitgemacht haben, irgendwie früher oder später mal ziemlich übel auf die Füße fallen. Und PayPal könnte in dem Zusammenhang eben auch beginnen, ein Thema zu werden. Das hat jetzt nicht bezogen auf die Earnings zu tun, aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen im Hinblick auf den Wachstumsausblick, wäre ich so ein bisschen zunächst jedenfalls vorsichtig. Ob sich das dann bewahrheitet und ob das wirklich auch zu Distanzierung von dem Produkt oder von der Dienstleistung, die angeboten wird, führt, das werden wir sehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich da so ein bisschen reserviert, ehrlich gesagt. Und das merke ich auch. Also auch im Hinblick auf beispielsweise meine Haltung. Wenn mich jetzt jemand fragt, Biotech oder Pharmaunternehmen oder dergleichen, mir geht es unglaublich schwer von den Lippen, zum Beispiel im Hinblick auf Pfizer oder Moderna, zum Beispiel mich optimistisch zu äußern. Klar, Moderna beispielsweise im Hinblick jetzt auf den Krebsimpfstoff. Test rein und die da mit Merck laufen und dergleichen. Das hört sich alles sehr, sehr vielversprechend an. Ist ein riesengroßer Markt, selbstverständlich auch. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich schwierig dabei, mich hier mittelfristig bis längerfristig, trotz dieses Fortschritts, den Moderna vielleicht im Hinblick dann auch auf die mRNA-Vakzine, im Hinblick auf die Krebsimpfstoffe hat, dort zu positionieren, weil ich einfach ehrlich gesprochen eine Sorge habe, dass da früher oder später mal ein richtiger Hammer auf die im Hinblick auf Schadensersatzleistungen eben niedergeht. Und da bin ich so ein bisschen reserviert. Und wie gesagt, das spüre ich eben an dieser Stelle. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so wirklich seine Daseinsberechtigung hat, aber es macht sich eben auch bei meinem grundsätzlichen Bias in Bezug auf diese Unternehmen eben bemerkbar. Und wie gesagt, PayPal, ausgehend, wie gesagt, von diesen Andeutungen, die dort eben stattgefunden haben, diese Änderungen in den Geschäftsbedingungen, sehe ich irgendwie auch als möglichen Kandidaten dafür. Nicht, dass da jetzt Schadensersatzleistungen irgendwie erforderlich werden, da geht es auch nur um Geld und nicht um die Gesundheit. Aber nichtsdestotrotz, das ist so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen zurückhaltend in Bezug auf diese Unternehmen. Also kommen wir zu den Zahlen. Schauen wir einfach ganz konkret auf die Zahlen. Wie gesagt, die Aktie summa summarum ist mal jetzt ein bisschen übergeordnet oder im Tellerrand hinausgeblickt vielleicht, was längerfristig sein könnte. Ich glaube, kurzfristig ist das nicht so interessant wie beispielsweise eine Lüfte. Da haben wir einfach klarere Level, auch mit denen wir arbeiten können. Ich glaube, das ist tradingtechnisch auch für den heutigen Tag wesentlich interessanter. Also, adjusted EPS. Bereinigter Gewinn an der Stelle 1,24 gegen 1,20. Revenue leicht unter der Erwartung, 7,38 Milliarden gegen 7,4 Milliarden. Q4 Total Payment Volume 357,38 gegen 365,41, also leicht unter der Erwartung, das Payment-Volumen also rückläufig. Ich würde mal sagen, ist nicht so überraschend. Das haben wir auch bei anderen Zahlungsdienstleistern, wie zum Beispiel Affirm gesehen, dass eben im Rahmen der restriktiven Geldpolitik, Rezessionssorgen, Inflation, dass sich einfach das Konsumverhalten der Leute dramatisch verändert, dass auch mehr gespart wird oder dass man eben sparsamer umgeht, dass das Geld nicht mehr in Anführungsstrichen so locker sitzt. Deswegen überrascht es wenig, dass eigentlich dann in diesem Hinblick auf das Payment-Volumen es hier zu einem Rücksetzer kommt, würde ich mal sagen. Adjusted EPS für das komplette Jahr 2023 4,87 gegen 4,75, also guided höher.
Aber es sorgt eben nur kurz für einen bullischen Impuls. Wir sehen jetzt hier in der Vorbörse, da PayPal, da unten, sehen wir, wie gesagt, minus 0,82%. Gestern initial die Reaktion war bullisch, plus 4%, ist dann wieder abgegeben worden. Im Rahmen eines übergeordnet schwachen Umfeldes könnte ich mir vorstellen, dass PayPal die jüngste Korrekturbewegung vielleicht hier weiter fortschreibt. Schlüssellevel wäre so die Region, würde ich mal sagen, hier übergeordnet Bereich 76 Dollar Pi mal Daumen. Wenn wir die droppen, ich zeige das mal ganz kurz hier, vielleicht auch in der Vorbörse, wo wir da sind. So, wenn wir diesen Bereich demnach um diese, nennen wir sie jetzt mal Earnings Tiefs, also die erste Übertreibung, die würde ich da so ein bisschen ausklammern wollen, aber hier diesen Bereich 76, 75, wenn wir den droppen, glaube ich, könnte das ein etwas tieferer Korrektur werden. Aber da müssten wir erstmal hinkommen. Da müssten wir erstmal in diese Bereiche verkauft werden. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass wir innerhalb dieser, ich nenne sie jetzt mal Earnings Release Handelsspanne verweilen und dann ein klarerer Impuls einfach ausbleibt. Und ich demnach würde ich mich in dem Zusammenhang einfach mit Positionen zurückhalten wollen. Also das wäre dann für mich nicht sonderlich attraktiv an dieser Stelle. Also gilt besonders auf der Unterseite, auf der Oberseite. Oberhalb von 80 vielleicht ein Drive, nochmal in Richtung hier der Übertreibungshochs, aber dafür ist das übergeordnete Marktumfeld einfach nicht freundlich genug, so will ich es mal an der Stelle formulieren. Also bedeutet anders formuliert, Earnings nicht herausragend, nicht super schwach, nicht super stark. Bias meinerseits aus den genannten Gründen eher in Richtung Short für die Aktie. Für ein Earnings-Play nicht wirklich geeignet. Also weil einfach kein signifikanter Break, kein ausreichend großes Gap, kein wirkliches Volumen, was irgendwie reinkommt. Das sieht nicht sonderlich attraktiv aus. Ein anderer Kandidat, den könnte was werden, könnte Cloudflare werden. Es ist hier NET, also NET. Gestern mit eigentlich ganz guten Earnings, ehrlich gesagt. Besonders auch einer verhältnismäßig soliden Guidance. Nur die Sache ist, NET ist verhältnismäßig weit gelaufen. Cloudflare hier, nach dem Run seit Jahresbeginn ebenfalls, also nicht eine Verdopplung, aber über 50%, sieht ihn doch ein bisschen arg überdehnt auf der Oberseite aus. Gapt er jetzt in diese Gefilde, ich mach das mal ganz kurz hier auf, so, also gapt er in diese Widerstandsregion, kann es mal im Daily uns angucken, dann haben wir auch gleich so ein schönes Bild, also scharfe Widerstandsregion hier auf der Oberseite, und wenn wir die nicht rausnehmen, also die 65 an der Stelle, können auch mal hier ganz kurz den Keltner-Kanal drüber legen. Auch hier, ein bisschen überdehnt nach oben. Wenn wir jetzt ein niedriges Hoch bilden, einen kurzen Pop vielleicht in die 65 nochmal sehen, aber dann überrollen auf den untergeordneten Zeitebenen, kann man das natürlich noch viel, viel besser sehen. Könnte das ein Play werden, welches eher die Short-Seite hier begünstigt für ein Pull-in-Trade. Das, was wir jetzt gerade in der Vorbörse sehen, also es ist schon ein deutliches Hergeben der Aufschläge. Also wir haben schon deutlich höher notiert. Gestern in der Nachbörse gaben dann in den späten Stunden etwas her. Sollten wir es jetzt hier nicht schaffen, die 63, wie gesagt 64 vielleicht zurückzuerobern, kurzen Pop sehen und dann aber überrollen, könnte das ein Kandidat sein, auch in einem übergeordnet schwachen Umfeld, welcher zurück in Richtung der 60er-Region läuft. Aber auch hier, wie gesagt, net, durchschnittliches Volumen, 5 Millionen Stücke, wir werden immer weniger, im Hinblick auf das gehandelte Volumen, eine Lüfte, also wesentlich liquider an der Stelle. Und selbst da, 20.000 Stücke bis jetzt. Also hier eine Lüfte ist einfach the place to be. Das ist einfach liquide, ist mit einer sehr starken Reaktion, riesen Gap an der Stelle. Ich glaube, das sind handelstechnisch einfach sich deutlicher interessante Plays, die sich hier herauskristallisieren. Alternativ oder beziehungsweise ein Kandidat könnte natürlich auch eine Tesla sein. Wie gesagt, wir sehen auch hier jetzt schon einen relativ scharfen Pull-in, 200, 201. Wir sind doch verhältnismäßig steil gegangen. Jetzt auch gestern erneut, wenn wir uns mal Tesla angucken, Tesla hat 3% im Plus geschlossen, während die Qs, also der ETF auf den S&P 500, auf den Nasdaq natürlich, auf den Nasdaq 100, fast 1% im Minus geschlossen hat. Also das war eine Outperformance wieder von 4%, also 400 Basispunkte nahezu. Das ist erstaunlich stark. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wo kommt es her? Klar, die Aktie hat sehr gelitten, aber es ist eben hauptsächlich meiner Einschätzung nach der Grund, der findet sich im Optionsbereich. Auch gestern wieder ein scharfes Gap auf der Oberseite. Ich glaube, 7 oder 8 Millionen Stück in der Vorbörse gehandelt gewesen. Hedging, was natürlich nötig wurde, hat dann im Hinblick auf diese Betrachtung gestern, im Hinblick auf die Calls zum Beispiel, also sogenannte Gamma-Squeeze, die sich da herauskristallisiert hat. Und jetzt gappen wir einfach tiefer und geben diese ganzen Aufschläge von gestern, geben wir wieder her. Also alles das, in Anführungsstrichen, was jetzt an Hedging auf den Weg gebracht worden ist,
ist nicht mehr nötig mit dem heutigen Verfall. Also bedeutet etwas anders formuliert, könnte durchaus sein, dass Tesla hier vor einer schärferen Korrekturbewegung jetzt steht, durch dann entsprechenden Abgabedruck, der sich dort im Hinblick auf diese Absicherungsgeschäfte eben zeigt. Bruch dieser Trendlinie, der dürfte jetzt bereits erfolgt sein in der Vorbörse. Ja, hier so ungefähr 200, da handeln wir roundabout. Also das ist der Schlusskurs von gestern war Donnerstag, Mittwoch. Halten unterhalb, ganz besonders Drop unter die 198 an der Stelle, könnte eine tiefere Korrektur nach sich ziehen, die uns vielleicht sogar bis in Gefilde um 190 führt. Und Tesla ist dann auch gut, also nicht nur auf der Oberseite für solche Runs, die wir hier zu sehen bekommen haben, sondern eben auch als High-Beta-Stock eben für solche Pullen auf der Unterseite. Also Tesla definitiv auch einen Blick wert. Wie gesagt, Lyft, PayPal habe ich noch einen Blick drauf. Net ist erstmal außen vor. Tesla vielleicht als mögliches Play. Wir können mal ganz kurz hier auf die Vorbörse gehen. Schauen wir einfach mal. Gestrige Tiefs, ähnliche Überlegung, das ist ungefähr der Bereich 205, 206, so Pi mal Daumen. Wenn wir die nicht zurückerobern können oder an diesem Bereich ranlaufen, unterhalb von WeWop halten, könnte das ein Kandidat sein für einen Pull-in-Trade. Aber wichtig, heute ist der Verfall. Das heißt also, die Errate könnte heute durchaus noch gegeben sein. Dann ab Montag wird das vielleicht ein bisschen sauberer, weil dieser erratische Kursverlauf resultierend aus den Entwicklungen im Optionsbereich eben wegfallen würde. Also vielleicht sollten wir Tesla so ein bisschen in Klammern setzen, einen Fokus drauf, wie ist die Price Action, beobachten, welche Level werden respektiert und dergleichen. Und dann ab Montag sich entsprechend eben positionieren. Vorausgesetzt, heute gibt es nicht einen Trade, der wirklich massive Edge für einen Shortplay eben verspricht. So, ja, das also im Hinblick auf die Einzeltitel. Dann wollen wir einen Blick werfen auf die Devisen. Einer der Gründe, warum hier auch der Aktienmarkt korrigieren könnte, findet sich eventuell ausgehend von der Vorstellung im Devisenbereich. Denn ein anziehender US-Dollar wirkt sich natürlich, das haben wir jetzt in den Earnings der jüngeren Vergangenheit doch deutlicher auch zu sehen bekommen, wirkt sich dann eben auch beispielsweise auf die Rentabilität aus von besonders global agierenden Unternehmen. Stichwort beispielsweise Devisenhedging und Fluktuation hier. Microsoft hat diesbezüglich eine Ankündigung gemacht und so weiter. Richtig, vielen Dank an den Namensvetter, den Jens. Vielen Dank. Die Aktie von gestern war Affirm. Natürlich war es Affirm. In Bezug auf die 13-Dollar-Marke. Das war gestern, wie gesagt, das war nicht so schön, weil wir zwar einen kurzen Drive drunter zu sehen bekommen haben und die 12er dann zurückgepoppt sind und nicht ganz so schwach performt hatten im übergeordneten Umfeld. Aber die Überlegung, die Affirm zugrunde lag, ist eine ähnliche, wie die wir heute auch für Lyft formuliert haben. Vielen Dank. Sehr gut. Affirm war die Aktie. Euro-US-Dollar. Genau, Euro-US-Dollar, stärkerer US-Dollar, den wir aktuell zu sehen bekommen, infolge der restriktiven Spekulation, des Auspreisens der laxeren Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte. Also wir sehen, eine große Veränderung hat es bis dato nicht gegeben, das muss man ganz klar sagen. Also diese Balken hier, die haben sich im Vergleich zu gestern unwesentlich verändert, aber es fängt sich jetzt eben an, meiner Einschätzung nach, dann doch im breiten Markt herauszukristallisieren. Es ist offensichtlich so, dass der Markt, also die Aktienmärkte an der Stelle, sich haben lange diesem offensichtlichen restriktiven Touch, der sich in Gold wiedergespiegelt hat, in US-Dollar wiedergespiegelt hat, also Gold fallend, US-Dollar steigend, nach den Arbeitsmarktzahlen, besonders letzte Woche Montag, dass sich eben jetzt anfängt, auch der Aktienmarkt in diese Richtung zu orientieren und das potenziell schärferes Korrekturpotenzial beinhaltet. Und wie gesagt, Überlegung jetzt im Hinblick auf den US-Dollar, die ist einfach schlichtweg jene. Wir haben es gesehen hier, das ist die Region um 1,08. Ich hatte gesagt, Bounces nach diesem schärferen Push, beschleunigt letzte Woche durch die NFPs, Region 0,87, 1,08. Da wäre ich eher skeptisch und wir sehen, dieser Widerstandsbereich, der wird hier respektiert. Wir rollen erneut über. Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist: Droppen wir die 0,680 in dem Fall? Falls ja, falls wir die heute schon droppen sollten, der Wirtschaftsdatenkalender verhältnismäßig ruhig. Nächste Woche haben wir natürlich das Schlüsselevent mit den US-Inflationszahlen am Dienstag. Sollte das dann eine weitere Beschleunigung auf den Weg bringen auf der Unterseite, ist realistisch auch ein Push in Richtung der 1,05er-Region denkbar. Wie gesagt, es braucht aber einen Makrotreiber und an der Stelle wären es eben ganz besonders die, na, wie heißt es denn? Inflationszahlen. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau die Inflationszahlen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Euro-US-Dollar
haben wir damit schon fertig. Wir haben die Devisen eigentlich schon fertig in der Konstellation, weil summa summarum möchte ich hier weiter eher nicht positioniert sein, selbst für kurzfristige Plays. Also ich glaube, Devisen sind nicht sonderlich attraktiv an der Stelle derzeit. Unterhalb der 0,680 wird es dann schon sehr interessant, nach eben diesem Überrollen, potenzieller Fakeout über die 1,10, halten unterhalb der 1,08. Das könnte dann hier auch Chance-Risiko-Verhältnis technisch interessant werden für ein Play, nicht nur Richtung der 1,05, sondern vielleicht sogar Richtung der 1,03 in den kommenden Wochen, wenn sich die US-Dollar-Korrektur fortschreibt. Aber aktuell bin ich eben eher im, in Anführungsstrichen, Rohstoffbereich involviert, beziehungsweise spiele den US-Dollar als, hoppala, oh, das war der falsche, Verzeihung, ich will nochmal ganz kurz zurückgehen. So, hier nochmal, also die Rohstoffe, ich bin jetzt gerade hier auf den Knopf gekommen, habe den zurückgerollt. Goldkorrektur handle ich aktuell über, Entschuldigung, US-Dollar-Korrektur handle ich gerade über einen Gold-Short. So, und zwar ausgehend von den gemachten Ausführungen schon der letzten Tage, diese potenzielle Bear Flag, die sich hier auf der Stunde beispielsweise gezeigt hat, oder dieser marginale Bounce. Ganz interessant gestern, hier der Abgabedruck, also initial haben wir kurzen Run höher gesehen in die US-Eröffnung und dann mit den US-Märkten haben wir Abgabedruck gesehen. Das ist insofern ganz interessant, weil da wird jetzt vielleicht der ein oder andere draufschauen und sagen, eigentlich ist Gold doch ein klassischer sogenannter sicherer Hafen. Also wenn ich eine Korrektur sehe, dann erwarte ich doch eigentlich, also im übergeordneten Markt und eine Risikoaversion, dann erwarte ich doch an der Stelle eigentlich, dass Gold positiv performt, weil die Nachfrage nach sicheren Häfen beispielsweise auch eine Nachfrage nach T-Notes nach sich zieht, also 10-jährige US-Schuldtitel. Und wenn die nachgefragt werden, also Anleihekurse folglich steigen, dann fällt der Zins und dadurch wird Gold attraktiver und dadurch steigt Gold dann auch in der Gunst der Marktteilnehmer. Und wieso ist das jetzt anders? Weil dieser bärische Impuls hier hauptsächlich US-Dollar stärker getrieben ist, beziehungsweise das Marktumfeld sich generell verändert hat und der restriktive geldpolitische Kurs in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Das ist tatsächlich der Grund dafür, meiner Einschätzung nach. Und das war gestern eine dahingehend interessante Price Action, weil wir haben jetzt den Ausbruch aus dieser Flagge hier auf der Unterseite zu sehen bekommen. Das hatten wir auch hier im Morning Meeting schon, ich glaube, am Montag oder Dienstag zum Thema gemacht gehabt. Sind jetzt auch auf tiefere Tiefs gebrochen, also haben auch hier diese, ich nenne sie jetzt mal NFP-Tiefs, beziehungsweise nicht nur die NFP-Tiefs, sondern auch der dann letzte Woche Freitag ausgebildeten Wochentiefs, haben wir jetzt unterschreiten können, sahen jetzt einen kurzen Bounce, sehen aber jetzt das zunächst jedenfalls, erstmal gegen die 870er-Region ungefähr Verkäufer reinkommen. Und ich hatte gerade gesagt, ich habe einen Short Trade auf den Weg gebracht. Ich habe hier diesen Trade auf den Weg gebracht. Neunter, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich hatte den schon vorher. Ich glaube, ich hatte den in Antizipation, hatte ich den schon vorher gemacht, glaube ich, 8,75. Oh, ich müsste mal auf den Zeitschirm gucken. Ich weiß gar nicht, wann ich den gemacht habe, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall, oder gegen die obere Range-Begrenzung, glaube ich, die 8,80 Pi mal Daumen. Das ist eigentlich sehr aggressiv. Es ist auch nur eine kleine Position. Das ist nichts Spektakuläres. Aber meine Einschätzung einfach im Hinblick, dass wir noch nicht fertig sind, wollte ich einfach in Anführungsstrichen Ausdruck verleihen und habe das eben hier in diesem Bereich getan. Ich müsste genau gucken, wann der Tag war. Ungefähr der Entry liegt um 8,80 Pi mal Daumen, roundabout. 20 Dollar Risk auf der Oberseite, darf ich sagen, Rückeroberung der 1900 findet nicht statt. Und zur Unterseite gehe ich auf einen Test, also auch hier so ein Measured Move, der uns in Richtung der 8,20 führt, Pi mal Daumen. Von der 80 ausgehend sind das 60 Dollar, also CRV von 3 zu 1. Ja, und was ich jetzt sehen möchte, also erstmal, Feedback ist hier ist schon mal super. Also hier gab es mal eine Drift, ich habe kurz ein bisschen schief gelegen, aber jetzt den Break gestern haben wir zu sehen bekommen. Das, was wir jetzt sehen wollen, ist ein Halten, möglichst natürlich unterhalb der bis dato ausgebildeten Tagestiefs, 8,70 ungefähr. Und vor allem, was ich noch lieber sehen möchte, ist, dass wir die nächtlichen Tiefs rausnehmen um 8,50 Pi mal Daumen. Sollten wir unter diesen Niveaus uns aus der Woche verabschieden, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr scharfes Korrekturpotenzial in der kommenden Woche auf der Unterseite, besonders wenn die Inflationszahlen über der Erwartung reinkommen. Also bis dahin plane ich den Trade auch zu halten, weil ich glaube, das ist nochmal ein zusätzlicher Treiber. Ich will das nochmal ganz kurz hier zeigen. Trading. Economics. Gucken wir mal, ob wir jetzt auch mittlerweile hier mal eine Schätzung haben. Müssten wir eigentlich. Nee, haben wir noch keinen Konsens. Okay. Also 6,5 ist auf jeden Fall der vorherige Print gewesen. Kommt die Veröffentlichung rein um den Vormonat? Konsens liegt bei vielleicht 6,4. Roundabout. Der TI-Forecast liegt bei 6,3. Also die gehen davon aus, dass sich die Inflation weiter abkühlt.
Sollten wir in diesem Zusammenhang dann hier eine Überraschung zu sehen bekommen? Wir sollten auch darauf achten, übrigens, ich bin mal gespannt, in welche Richtung dort dann die Schätzungen gehen. Es könnte auch sein, dass wir seitens der Primärhändler wieder Schätzungen haben, die in Anführungsstrichen jenseits von Gut und Böse sind, beziehungsweise sehr, sehr tief auf der Unterseite sind. Also beispielsweise 6,1% oder 6,2%. Sobald wir dann zwar bei 6,3, 6,4 veröffentlicht werden, also unterhalb des Vormonats, aber eben oberhalb dessen, was der Konsens des Marktes ist, haben wir in dem Zusammenhang eben auch das Potenzial für einen Washout erstmal auf der Unterseite. Ob das eine nachhaltige Korrektur dann triggert und weitere Abgabedruck, das bleibt abzuwarten. Das haben wir aber auch schon mal hier gesehen. Ich glaube, das war im Oktober, wenn ich mich recht entsinne. Also für Oktober im November, so rum, muss ich das eher formulieren. Da hatten wir, mal ganz kurz hier auf den November zurück. War das hier? Da gab es eine bullische Reaktion. Das ist interessant. Mal einen Moment, ich gucke mal ganz kurz in den Tech-Bereich. Ich gucke mal ganz kurz hier, was der Nasdaq da gemacht hat an dem Tag. 10. Ne, gab es auch eine bullische Reaktion. Stark bullische Reaktion sogar, offensichtlich. Ja gut, dann verwechsel ich das. Also wir hatten auf jeden Fall mal einen Monat, vielleicht war es auch einen Monat vorher. Keine Ahnung. Hier, das könnte sein. Das könnte sogar im Oktober gewesen sein. Also im Oktober Zahlen für September. Richtig? Oktober, November, Dezember. Dezember veröffentlicht im Januar folglich. Dann für Januar, genau. Dann wäre Oktober, also kann auch hier gewesen sein, kann auch zwei gewesen sein, ich weiß es jetzt nicht. Also auf jeden Fall, dass dann so eine Konstellation dafür sorgt, dass das nochmal Abgabedruck triggert. Infolge dann auch einer nochmal finalen Bestätigung an dieser Stelle. Dessen, was wir zum einen gesehen haben hinsichtlich des Non-Farm-Payrolls-Releases, beziehungsweise was wir auch gesehen haben hinsichtlich der Kommentare von Jay Powell eben. Also bedeutet, ist ein Swing-Trade. Ich habe Zeit auch tatsächlich, der Carry spielt in meine Karten. Ich kriege also Zinsgutschriften dafür, dass ich die Position halte. Und ich sag's, wie es ist, diese Flagge hat ein projiziertes Kursziel auf der Unterseite bis in Gefilde um roundabout 1000. 820, vielleicht sogar 1800 US-Dollar pro Feinunze. Scheint mir sehr wahrscheinlich zu sein, wenn darüber hinausgehend eben der nächste Makrotreiber mit den Inflationszahlen nächste Woche am Mittwoch mir da in die Karten spielt. Dann scheint es sehr wahrscheinlich zu sein, dass wir bis in die Gefilde um 1800, ich glaube, ich habe mein Limit erstmal gelegt, so als Abfischlimit auf die 815, dass wir in diese Gefilde ungefähr verkauft werden. Kehrseite der Medaille ist natürlich, nachdem jetzt eigentlich erfolgten Bruch aus dieser Range, du willst jetzt nicht mehr sehen, dass wir eigentlich zurück in diese Flagge laufen, weil dann auch die Flagge kaputt ist. Also es ist ja keine richtige Flagge mehr, jetzt mit den tiefer markierten oder markierten Tiefs hier in diesem Zusammenhang. Das wäre dann schon ein Grund, die Position vielleicht erstmal zu geben an der Stelle, weil eben das Bild sich nicht mehr darstellt. Also sofern wir solch einen Lauf dann in dieses Event nächste Woche zu sehen bekommen. Favorisieren würde ich ein Halten jetzt deutlich unterhalb der 8,70, pendeln zwischen 8,50 bis 65. Natürlich ein Traum wäre der Break schon tiefer an der Stelle unter die 8,50 und der Wochenschluss drunter, denn das könnte dann nochmal weiteren Abgabedruck gleich zum nächsten Wochenstart auf den Weg bringen und dann in die Inflationszahlen vielleicht eine Antizipation, die dann wiederum einen Bounce nach sich zieht, was dann wiederum auch mein Stop-Management oder beziehungsweise Trade-Management insgesamt beeinflussen würde. Aber in Summe gehe ich jetzt erstmal auf der Unterseite aus, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir nochmal einen Washout nach unten sehen und die 8,10, 8,20er-Region anlaufen, als dass wir nach oben gehen. Sobald wir über 1900 laufen und uns oberhalb von 1900 halten in Gold, ist erstmal der jetzt kurzfristig eingeleitete Short-Modus auf jeden Fall hinfällig. So, und ja, das wäre es summa summarum tatsächlich dann gewesen. Hoffe an der Stelle, ihr habt was mitnehmen können für ein Trading und hoffe an dieser Stelle, dass ihr euch gut vorbereitet fühlt für den letzten Handelstag der Woche. Wie gesagt, Lyft wird super interessant, denke ich. Dann Tesla. Querstrich in Klammern zu setzen, weil das könnte auch sein, durch den Optionsverlauf ist es erst nächste Woche interessant und vielleicht noch eine PayPal, aber Hauptfokus wirklich liegt auf der Lyft und hier auf dem Schlüssel um 11. Halten wir drunter. Wie gesagt, ist ein Lauf in Richtung 10, auch in einstellige Gefilde sogar in den Wochenschluss durchaus im Bereich des Möglichen. Und ja, soweit meinerseits. Also, dann wünsche ich euch ein schönes, erholsames Wochenende. Bis in den Handelsschluss hinein. Heute natürlich Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Am Montag hören wir uns dann hier wieder zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets 10:30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.